Was? Was? Der Block ist... Was? Was passiert hier? Was hat der... Was? Was hat der für eine Spitzhacke? Freunde, der steht da drüben und baut hier die Items ab. Was ist hier gerade passiert? Oh mein Gott! Freunde, bei 3000 Likes kommt die nächste Scammer- und Hacker-Suchen-Folge morgen. Deswegen lasst ein Like da. Viel Spaß mit dem Video. Jo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade, wie ihr seht, auf meinem Citybit-Netzwerk durch rasten.de. Viele Fragen auch immer. Ey, verdammt, was kann man da überhaupt machen? Und Freunde, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ihr seht das schon, wir sind hier gerade in der Grundstückswelt. Und ihr könnt hier euer eigenes Grundstück haben. Ihr könnt hier richtig cool mit Freunden zusammenspielen. Zusammen mit denen so ein Grundstück bauen. Und hier entstehen richtig, richtig coole Sachen. Ihr seht das hier schon. Hier sind richtig krasse Sachen entstanden. Also Freunde, wenn ihr Bock habt auf einen coolen, coolen Server, auf dem ihr vielleicht auch mal uns trifft, mit uns zocken könnt und Screenshots machen könnt, dann würde ich sagen, checkt den Server aus durch rasten.de. Einfach eintragen in euer Minecraft-Launcher. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir beginnen direkt mit dem Video. Kurze Information noch, Freunde. Bei 3000 Likes kommt direkt die nächste Folge Scammer- und Hacker-Suchen-Folge. Morgen online, deswegen, Freunde, droppt ein Like, dann kommt morgen direkt eine neue Folge. So, ihr seht das im Hintergrund. Darum geht es heute. Ich habe im Chat ein bisschen geguckt und der Inhaber von dem Grundstück macht mega, mega viel Werbung für einen Dienst, den er anbietet. Und ich zeige euch gleich mal, worum es da genau geht. Deswegen bleibt bis zum Ende dran und hört genau zu, was er denn anbietet. Ich biete dir einen Abbauservice für egal was an. Okay, das ist ja eigentlich schon mal cool. Ich mache für dich die Drecksarbeit und baue zum Beispiel alte Häuser ab oder Sachen, die du nicht wegbekommst. Egal was. Und das lässt mich ein wenig, dass da gehen meine Alarmglocken direkt an, Freunde. Weil egal was kann ja gar nicht sein. Wir schauen mal, ob es wirklich egal ist, was es ist. Weil ich habe gleich mal, wir werden gleich was vorbereiten. Und der Preis zwischen 250 und 1000 Euro, das ist ja eigentlich ein guter Preis. Und wir schauen mal, wie sein Haus auch erstmal aussieht. Hier wohnt Jonas Main, oder okay, wir nennen ihn jetzt Jonas einfach mal. Shop ist oben, okay, der hat sogar einen Shop. Hier können wir ja mal durchgucken, weil wir können eigentlich nicht direkt die Türen öffnen. Da ist er, Mohawk Man heißt er in-game. Hä, der Skin, da habe ich eben gar nicht drauf geachtet, als ich mich hierhin teleportiert habe. Wie sieht der denn aus? WTF, Freunde. Also mal eure Meinung dazu, zu solchen Skins in die Kommentare. Ich finde das schon ziemlich, ziemlich komisch. Also ich habe jetzt auch nicht den normalsten Skin der Welt, aber... Ey, das finde ich schon ziemlich komisch. Keine Sorge, ich bin übrigens mit einem Undercover-Account online. Ihr seht schon, ich habe auch ein paar Sachen erfahren. Das heißt, ich habe mit diesem Account alle Admin-Rechte, aber er weiß es nicht. Er kann es nicht sehen. Er denkt quasi, ich bin ein ganz normaler User. Aber ich will jetzt gerne mal in das Haus rein, Freunde. Es gibt auch einen kleinen Trick, wie man in ein Haus reinkommt. Einfach auf diese Druckplatten hier ein Item raufwerfen und zack, man kommt in das Haus quasi rein. Wir werfen hier wieder eins rauf, so, zack. Und jetzt sind wir im Haus. So, was ist denn das hier? Das sind ja alles... Ist das ein Labyrinth? WTF, was ist das? Okay. Hier sind Kisten, hier geht's runter. Okay, das soll wirklich ein Labyrinth sein, oder? Oder sind's einfach, ist das nur Deko? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da oben geht's zum Shop. Zum Kaufen auf die Schilder klicken. Oh, hier steht er direkt. Guckt euch mal den Skin an. Er schreibt direkt, hey, wir antworten mal. Hey. Mal ein bisschen freundlich sein. Alter, der Skin, der sieht ja richtig krass aus, ey. Okay. Und das hier soll sein Shop sein, aber hat er gar keine Verkaufsschilder. Also ihr könnt übrigens auch auf unserem Server einen eigenen Shop machen. Könnt quasi eure gefarmten Sachen auf eurem Grundstück wieder verkaufen. Wie das Ganze funktioniert, wird auf dem Server auch nochmal erklärt. Also macht euch da mal keine Sorgen. Aber ihr könnt hier einen richtig coolen eigenen Shop haben und damit quasi euer Geld verdienen. Ihr seht schon, ich habe hier selber gerade 4.943 Ingame-Euro. Hat er geschrieben, bist du interessiert er meint wahrscheinlich an meinem Abbau-Service. Ja, wir sind interessiert. Ja, sind wir. Ich kann alles aus dem Weg räumen. Okay. Ja, bin ich und nicht wir, Freunde. Ich rede schon so, als wenn ihr jetzt gerade neben mir wärt und wir das zusammen machen. Tun wir ja auch. Aber ich sollte nicht schreiben wir. Ja, bin ich. So.
Wie gesagt, wenn ihr irgendwas seht, was ich nicht sehe, ab damit in die Kommentare. Ich lese mir die Kommentare durch und finde das immer ziemlich lustig, dass ich so viele Dinge übersehe. Wenn ich hier mal durchgehe, dann schreibt ihr immer in die Kommentare, ey, guck mal dahin. Und die Sachen, die übersehe ich einfach. Deswegen, Freunde, wenn ihr irgendwelche Tipps, Tricks oder irgendwelche Vorschläge habt, auch damit in die Kommentare, weil die helfen uns, damit wir coole Videos machen können für euch. So, was muss denn abgebaut werden? Genau, was muss abgebaut werden? Wir machen das mal folgendermaßen. Wir gehen mal hier aus dem Haus raus. Wir wenden hier wieder den Trick an. So, zack. Und machen das mal folgendermaßen. Wir geben jetzt gleich mal... Wir laufen hier erstmal ein bisschen weg. So, wir müssen kurz was essen. Und dann werden wir uns jetzt hier mal ganz kurz zu so einem Grundstück gehen. Wir jetzt hier einfach mal genau das Grundstück nehmen wir. Und dann geben wir uns das mal, Freunde. Ich kann euch das ja mal zeigen. Mit /p-auto bekommt ihr ein random Grundstück, was frei ist. Und zack, ihr habt euer eigenes Grundstück. Hier könnt ihr jetzt abbauen. Das heißt, eure eigene kleine Welt hier bauen. Wir merken das mal folgendermaßen machen. Ich gehe mal kurz in den Game Mode und platziere hier Bedrock hin. Ihr müsst wissen, Freunde, Bedrock kann man nur im Game Mode abbauen. Ich zeige euch das gleich auch mal. Ich baue hier so ein kleines Viereck hin. Damit er uns das auch abkauft, machen wir hier noch ein paar Bäume hin, damit das so aussieht, als wenn wir hier gerade ganz neu wären. So, ich werde einfach schreiben, dass das ein Bug ist oder so. Ich weiß es auch nicht. Oder dass es ein Admin hier hingemacht hat. So, nehmen wir noch ein bisschen Knochenmehl. Und dann machen wir das Ganze hier groß. Genau, so. Wachsbäumchen. So, jetzt der nächste Baum auch hier. So, nächster Baum, zack. Ja, das reicht, Freunde. So sieht das schon mal ein bisschen aus, als hätten wir hier schon was gemacht. So, komm, machen wir noch ein bisschen Gras hier hin. Dann machen wir noch Tag. Und dann gehe ich wieder in den Game Mode 0. Und er schreibt... Willst du noch, können verhandeln über den Preis? Okay, er will uns also um alles auf der Welt uns dieses Angebot andrehen. Wir nehmen das jetzt einfach mal an und schreiben. Ja, ich antworte ihm, ja, mach PPA, habe hier etwas. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, was er für einen Preis dann sagt. Dafür wird wahrscheinlich relativ teuer sein. Aber eigentlich, Freunde, genau, das wollte ich euch ja zeigen. TPA, Akzept, so. Freunde, man kann das nicht abbauen. Ihr seht das, man kann verzweifelt mit einer Dia-Pickaxe versuchen, das abzubauen. Versucht es selber in eurer Minecraft. Geht in den Singleplayer, packt da Bedrock hin im Game Mode und versucht das im Game Mode 0 abzubauen. Es geht nicht, es geht nur im Game Mode. Okay, schreibt er schon mal was? Nee, er schreibt noch nichts. Das heißt also, wenn er jetzt wirklich einen normalen Abbauservice hat, dann würde er das nicht ab. Er schreibt, Bedrock geht nicht. Nein. Freunde, ihr müsst nämlich wissen, er wurde gemeldet, weil er Barrieren abbauen konnte. Und das kann man nämlich auch nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Er hat jetzt geschrieben, dass er es nicht kann, aber das stimmt nicht. Er wurde nämlich gemeldet. Das habe ich euch vorenthalten, damit ihr nicht direkt gespoilert seid. Hast du noch was? Okay, das ist jetzt natürlich dämlich. Wie kriegen wir ihn denn jetzt überredet? Wir schreiben jetzt erstmal, wirklich geht das nicht. Ich zahle... Oh, viel. Ich bekomme das nicht weg. Kenne mich in Minecraft nicht so aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir ihn überredet bekommen. Weil, wie gesagt, es geht einfach nicht. Und er wurde schon zweimal reported. Das heißt also, wir können uns relativ sicher sein, dass es eigentlich gehen müsste. Aber, Freunde, wenn er das wirklich kann, dann haben wir es hier mit einem absoluten... Also wirklich... mit einem miesen Hacker hier zu tun, weil das ist, oder jemand, der einen Bug ausnutzt. Er schreibt 1000 Euro plus 10.000 Euro Risikopauschale. Er will 11.000. Freunde, wenn ihr euch, ich glaube, ihr habt das euch gemerkt, an seinem Haus steht 250 Euro bis 1000 Euro und jetzt will er 11.000 haben. Das ist natürlich mega, mega viel Geld und wir haben auch eigentlich nur 5.000. Dann machen wir das mal so. Echo Gift. Tom's Play, Tom Let's Play. Wir geben uns einfach mal 20.000. Dann haben wir jetzt 24.900. Ihr seht das schon. Und dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir werden ihm das Geld gleich geben. Und dann schauen wir mal, ob er uns abzieht oder ob es wirklich funktioniert. Ich bin mega, mega gespannt. Deswegen könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise also was ihr denkt, wie das jetzt ausgehen wird. Weil Bedrock ist echt krass, Freunde. Deswegen, mein anderer Account wurde schon gebannt. Was? Das ist schon sein zweiter Account? Stopp. Wieso?
gebannt. Damit, also normaler. Wir schreiben jetzt auch nochmal, dass wir nichts hab. Will nichts Verbotenes machen. Okay, mal schauen. Deswegen Risikopauschale. Okay, er will also extra Geld, weil er in Kauf nimmt, gebannt zu werden, das zu machen. Da sieht man das mal, was das eigentlich für ein mieser Typ ist hier. Nee, ich mache nur etwas Verbotenes. Okay, Freunde, wir machen das jetzt einfach so. Wir geben ihm das Geld. So, Pay, wie viel waren das? 11.000, okay. Freunde, es tut wirklich weh, jemandem so viel Geld zu geben, der es eigentlich nicht verdient hat. So, kann er das jetzt abbauen? Kann er das jetzt abbauen? Wenn er das abbauen kann, Freunde, dann ist hier aber wirklich... Jetzt bin ich gespannt. Hä, was macht er da? Okay, perfekt, schreibt er. Brauche Rechte. Ach so. Ja gut, das ergibt Sinn. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hä, warum geht er nach da hinten hin? Freunde, mein Minecraft ist gecrashed. Ich bin wieder da. Ich bin gerade auf den Server gejoint. Er ist zum Glück noch da. Er schreibt, ah, du bist ja wieder da. Ja. Oh, zum Glück, Freunde. Wenn er jetzt weg gewesen wäre, das wäre ziemlich ärgerlich. Ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit meinem PC. Das wisst ihr ja. Und, soll ich es noch machen? Ja, schreiben wir. Jetzt bin ich gespannt, weil wenn er das wirklich kann, wenn er das hier abbauen kann, dann haben wir ein Problem, denn das ist unmöglich als normaler Spieler. So, warum geht er denn da hinten hin? Hä? Sieht er uns jetzt ab? Er muss das doch hier abbauen. Hä? Was? Was? Der Block ist... Was? Was passiert hier? Was hat der... Was hat der für eine Spitzhacke? Freunde, der steht da drüben und baut hier die Items ab. Was ist hier gerade passiert? Oh mein Gott! Freunde, er kann bis zum nächsten Mal. Jetzt haut er ab. Hä? Freunde, das war Bad Rock. Das kann der gar nicht abbauen. Was ist hier gerade bitte passiert? Die Blöcke sind jetzt einfach weg. Und der stand da vorne. Der hat ja eine Sniper-Spitzhacke, Freunde. Der hat ja hier von da drüben, hat er einfach, der stand hier und hat die Blöcke abgebaut. Und Freunde, ich glaube, selbst die sich nicht mit Minecraft auskennen, vertraut mir, man kann von hier keine Blöcke da drüben abbauen. Es geht nicht. Okay, wir werden jetzt, also Freunde, das ist ja so ein dreister Hacker. Ich hab jetzt zwar, ich lächle gerade und fand es auch relativ unterhaltsam gerade, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Ganze hier mega, mega verboten ist, Freunde. Und, was hat der bitte für einen krassen Hack, dass der sowas kann, Alter? Das ist verdammt krass und deswegen werden wir ihn jetzt auch nochmal kurzerhand bestrafen. Freunde, nächste Folge. Wenn ihr die 3000 Likes geknackt habt und morgen wieder eine Folge kommt, dann machen wir natürlich auch mal wieder ein Community Grief mit euch zusammen. Versprochen, wir teleportieren uns jetzt zu ihm und werden ihn dementsprechend bestrafen, Freunde, weil das ist ja wirklich, oder wie hieß der? Mo, ne? M-O, so viel, genau. Wir sind im Vanish. Also können wir jetzt uns hier ein bisschen austoben, würde ich mal sagen. Wir machen das relativ einfach und kurz im Prozess, Freunde. Ich bin hier Admin und kann hier mit einem Befehl, mit ein bisschen Zauberkraft das ganze Grundstück wegmachen. Und das ganze Grundstück ist jetzt weg, Freunde. Morgen gibt es, wie versprochen, ein Community Grief. Ich werde ihn gleich auch noch mit meinem anderen Forks-Account bannen. Das geht nämlich nicht. Ihr denkt natürlich jetzt wahrscheinlich, das ist ein Bug oder so. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr das genauso krass findet wie ich, dann lasst mal eine positive Bewertung da. Und Freunde, wenn ihr wollt, dass wir dem Ganzen mal auf den Grund gehen und herausfinden sollen, wie das Ganze funktioniert, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht finden wir beim nächsten Mal heraus, wie das Ganze funktioniert. Ich würde mich, wie gesagt, über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns auf dem durchrasse.de Server. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!